Herzlichen Dank, Herr Präsident, Herr Minister. Meine beiden Kolleginnen haben schon die wesentlichen Inhalte dieses Tagesordnungspunktes dargelegt. Ich möchte aber auf einen für mich sehr wichtigen Tatbestand darauf hinweisen. Wir wissen alle, dass Schwangerschaft was Besonderes und was sehr Schönes ist. Ja? Wir wissen aber auch alle, vor allem wir Frauen können uns natürlich daran erinnern, dass, wenn es sich um eine erste Schwangerschaft handelt, Frauen natürlich in einem sehr emotionalen Zustand sich befinden. Ja? Und jetzt geht zum Beispiel die Kollegin Holzer und bestätigt, dass es erwiesen ist wissenschaftlich, dass es bei Frauen während der Schwangerschaft, wenn sie mit Corona angesteckt werden, ein erhöhtes Risiko einer schweren Erkrankung gibt. Dann kann ich es nicht verstehen, warum man dann einen Unterschied macht zwischen jenen werdenden Müttern und anderen werdenden Müttern. Weil wir wissen alle, und das ist mehrfach wissenschaftlich erwiesen, dass das Wichtigste während einer Schwangerschaft ist, dass sich die Mutter auch wohlfühlt und keine seelischen Stresssituationen durchleben muss. Und das verstehe ich nicht. Und ich habe bereits im März, im April bei dieser Sondersitzung, wo die ersten Covid-Maßnahmen gekommen sind, in der Hoffnung, weil wir Frauen in der Regierung haben und genau Frauen für diesen Bereich zuständig waren, dass man damals das schon gemacht hätte. Passiert ist nichts. Und die Regelung finde ich dahingehend wieder ein super Beispiel, wie alles so einfach ist und alles so locker und so leicht ist. Erstens finde ich es eine Sauerei, dass man es wieder den Unternehmern umhängt, dass sie die Entscheidung treffen müssen, sie die Verantwortung dann haben, ob ihre Entscheidung, die werdende Mutter zu schützen oder nicht zu schützen, das ihnen allein aufgehängt wird. Warum geht man nicht her? Himmel noch einmal, es ist ein Versicherungsschutz jeder werdenden Mutter, dass ich aus meiner Versicherungsleistung der Krankenversicherung ein Wochengeld beziehen darf. Es gibt nach wie vor... Und wir haben auch jetzt schon die Möglichkeit, wie es schon erwähnt wurde, wenn die Umstände es rechtfertigen, und das ist keine Willkürentscheidung einer werdenden Mutter oder eines Unternehmens, sondern das entscheidet der zuständige Amtsarzt oder das Arbeitsinspektorat, dass man auch jetzt schon in ein vorverlegtes Beschäftigungsverbot gehen kann. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich dann das Recht, aus meiner Versicherungsleistung ein Wochengeld zu bekommen. Na, wir müssen es wieder kompliziert machen. Wir müssen schwammig Berufe definieren und dann musst du es wieder bei der ÖGK einen Antrag stellen. Du musst aber unbedingt wieder als Unternehmer beweisen, dass es ja gar keine andere Möglichkeit gibt. Warum kann man die Dinge nicht einfach machen, wenn sie einfach sind? Ich verstehe es nicht. Und natürlich werden wir aus diesem Tatbestand sehr gerne Ihrem Entschließungsantrag zustimmen. Und jetzt, wenn Sie es ganz sachlich und fachlich betrachten, müssten Sie wirklich als Fachminister sofort hergehen ins Amt und dieses Gesetz dementsprechend umändern.